Heute sind wir in Berlin und stehen bei der Wohnmobiloase an der Hochstraße 4 nähe Gesundbrunnen. Weil die Wohnmobiloase zu Berlin Mitte gehört, gilt der passende Slogan mittendrin statt nur dabei. Wenn ihr hier auf dem Stellplatz ankommt, meldet euch zuerst bei der Rezeption an. Dort wird euch eine Stellfläche zugesprochen und Informationen über den Platz und Berlin gegeben. Ich freue mich, Sie jetzt schon in Berlin in der Wohnmobiloase Sie begrüßen zu können. Es gibt über 100 Stellplätze, die zwischen 5 und 12 Meter groß sind. Die Parzellen sind teils auf Kies, Pflaster oder Beton. Stromanschlüsse sind auf dem Areal verteilt. Da ja Berlin gerne besucht wird, herrscht hier reges Treiben. Die Stellflächen für größere Wohnmobile sind gleich rechts bei der Einfahrt. Mitten auf dem Areal stehen die Sanitärcontainer. Darin sind die Duschen, Toiletten und behindertengerechte WCs und Duschen zu finden. Die Tische und Bänke unter den Bäumen können von uns Gästen benutzt werden. Es gibt eine zweckmäßige Ver- und Entsorgung. Und man kann Gasflaschen tauschen. Gegen Abend öffnet die Bar mit dem Biergarten direkt auf dem Stellplatz. Im Innern steht eine Bühne für verschiedenste Darbietungen. Nehmt Platz auf den Sofas oder spielt eine Runde Dart. Vom Stellplatz aus sieht man einen Teil von der Bunkeranlage Humboldtshain und ich denke, da hinaufzusteigen. Von oben genießt man einen tollen Blick über einen Teil von Berlin. Auch zur Wohnmobiloase kann man sehen. Jetzt wollen wir in die Stadt. Wir laufen zum S-Bahnhof Gesundbrunnen und erreichen das Gesundbrunnen-Center nach ca. 100 Meter. Weiter rechts gelangen wir zum S-Bahnhof. Wir nehmen die S2 in Richtung Blankenfelde. Die Bahn kommt und wir steigen ein. Los geht die Fahrt. Unsere Zielstation ist das Brandenburger Tor. Über die Treppe verlassen wir den Untergrund und kommen direkt aufs Brandenburger Tor zu. Das Tor ist ein Besuchermagnet und trennte nach dem Zweiten Weltkrieg Ost- und West-Berlin. Zu Fuß erkunden wir danach das Regierungsviertel. Vorbei am Bundeskanzleramt schauen wir über den Platz der Republik zum Deutschen Bundestag. Als Schweizer will man natürlich auch wissen, wo die Schweizer Botschaft ist. Seit über 157 Jahren weht die Schweizer Fahne mitten im Herzen Berlins. Von da aus kann man schon den Berliner Fernsehturm erkennen. Dieser ist 368 Meter hoch und auf 207 Meter befindet sich ein drehendes Restaurant. Aus der Ferne sehen wir zum Hauptbahnhof von Berlin. Dieser ist ein architektonisches Vorzeigeobjekt. Mitten durchs Regierungsviertel führt die Spree. Hier lohnt sich zum Beispiel eine Bootstour. Weiter geht es in Richtung Museuminsel, vorbei an großen, pompösen Bauten. Mittendrin auch die Staatsoper. Es gibt noch viel zu sehen, so zum Beispiel den Berliner Dom. Mich fasziniert das Eingangsportal und die prunkvolle Fassade. Der Dom steht beim Lustgarten. Dort ist auch das alte Museum zu finden. Nochmals einen Blick zum Dom und zum Fernsehturm. Auf dem Rückweg kommen wir noch bei der Kathedrale St. Hedwig vorbei und laufen weiter zum geschichtsträchtigen US Checkpoint Charlie.
Es ist der Grenzpunkt zwischen der ehemaligen amerikanischen und russischen Besatzungszone. Gegen Abend kehren wir zum Stellplatz zurück. Der Stellplatz ist über Nacht abgesichert und die Gäste können mit einem Schlüssel den Stellplatz betreten. Es gäbe noch viel mehr zu sehen in Berlin. Es bietet für jeden etwas. Darum, wir sehen uns in der Wohnmobiloase Berlin. Wir waren schon da.